Wer mit dem Muskelaufbautraining anfängt, der stolpert meistens schon sehr früh über Begriffe wie Maximalkraft oder auch Kraftausdauer. Die beiden Aspekte bilden zusammen mit der Schnellkraft unsere sogenannte Kraftfähigkeit. Ein Thema jetzt, das mich seit Jahren beschäftigt und mega interessant ist, egal ob früher als typischer Fitnessstudio-Pumper oder jetzt als Ironman-Triathlet und ca. 10 Kilogramm leichter. Versuchen Sie gerade, sich Ihren ersten eigenen Trainingsplan zusammenzustellen oder möchten Sie vielleicht einfach nur besser verstehen, was Sie im Fitnessstudio eigentlich genau tun, wenn Sie dort trainieren oder wenn Sie zu Hause trainieren? Wollen Sie das Training vielleicht mal abwechselnd gestalten? Wir schauen uns heute einmal eine der zentralen Fragen beim Fitnesstraining an und finden gleichzeitig noch ein paar Lösungen für Ihre Fragen zum Erstellen oder Abwandeln Ihrer Trainingspläne. Aber auch ganz wichtig für alle anderen Sportinteressierten, gerade auch für Ausdauersportler wie ich es bin, ist die Frage nach Maximalkraft bzw. Kraftausdauer super hilfreich fürs Training. Diese Frage einmal zu beantworten, was davon brauche ich? Was davon sollte ich machen? Denn eins ist ganz klar, unsere Muskeln brauchen immer wieder neue Reize. Und diese setzt man nicht nur durch andere Trainingsübungen, sondern auch durch den Wechsel und zum Beispiel den Wechsel von Maximalkrafteinheiten zu Kraftausdauereinheiten. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären, zum einen über Krankheitsbilder, typische Symptome bei Erkrankungen, aber auch Themen wie Bewegung, Ernährung, Sport, weil das einfach so wichtig ist für uns, gerade um Krankheiten auch dauerhaft zu vermeiden. Und wenn Sie das interessiert, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Wer mit dem Muskelaufbautraining anfängt, der stolpert meistens schon sehr früh über Begriffe wie Maximalkraft oder auch Kraftausdauer. Besonders für Einsteiger, wenn man damit anfängt, stellt sich dann ja häufig die Frage, wie ich was richtig trainieren kann und wie ich erkenne, dass ich mich steigere, dass ich auch besser werde, dass ich zum Beispiel mehr Maximalkraft bekomme. Wenn dann noch die Schnellkraft dazu kommt, ein weiterer Begriff, dann wird das Ganze ja auch schnell unübersichtlich, dann weiß man gar nicht mehr, was man tun soll. Für unser Training im Fitnessstudio können wir die Schnellkraft deshalb heute einmal außen vor lassen. Da ist das nicht ganz so wichtig, denn abgesehen von einigen speziellen Trainingsprogrammen spielt die Schnellkraft für uns eher eine untergeordnete Rolle. Bleiben also noch Maximalkraft und Kraftausdauer. Was ist die Maximalkraft? Die beiden Aspekte bilden zusammen mit der Schnellkraft unsere sogenannte Kraftfähigkeit. Die Kraftfähigkeit ist neben Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination eine von 5 motorischen Fähigkeiten des Körpers. Also mal interessant, das zu hören. Wenn wir uns dabei, wie beispielsweise überwiegend im Fitnessstudio, also beim Pumpen, auf die Entwicklung unserer Muskeln konzentrieren wollen, sollten wir mindestens 30% unserer Kraft nutzen, denn ansonsten trainieren wir weniger die Muskeln als unsere Ausdauer. Also 30% ist ungefähr schon eine ganz gute, ganz wichtige Zahl, die man sich merken sollte. Um nun herauszufinden, wo die 30% für uns liegen, müssen wir unsere Maximalkraft einschätzen können. Für uns Normalos ist es im Fitnessstudio dabei nicht so wichtig, die Maximalkraft bis aufs Kilo genau, aufs Milligramm genau zu errechnen oder zu erreichen. Eine ungefähre Vorstellung davon sollten wir aber haben. Und es zeigt sich immer wieder, dass viele von uns da häufig sehr daneben liegen. Was ist also diese Maximalkraft? Eine offizielle Definition lautet, dass die Maximalkraft die höchstmögliche Kraft ist, die ein Mensch, die sie willentlich entwickeln kann. Das ist die Maximalkraft. Und dabei haben wir natürlich nicht nur eine einzelne Maximalkraft, sondern je nach Bewegung immer wieder individuelle Unterschiede. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Mit den Beinen können wir beispielsweise wesentlich mehr Kraft entwickeln als mit den Oberarmen. Und dann ist es auch noch typunterschiedlich. Der eine hat vielleicht im Verhältnis mehr in den Oberarmen, der andere mehr in den Beinen. Für unser Training bedeutet das, dass wir uns für jede Muskelgruppe dem Gewicht nähern müssen, dass wir bei einer sauberen Ausführung der Übung natürlich genau einmal heben, dass wir genau einmal drücken bzw. bewegen können, je nachdem, wie sozusagen die Trainingseinheit ist. Je nachdem, wie diese Bewegung aussieht, unterscheiden wir hier zwischen isometrischer, exzentrischer oder konzentrischer Maximalkraft. Das sind 3 ganz wichtige Begriffe. Die isometrische Kraft, die beschreibt die Kraft, die wir an einen fixen Gegenstand ausüben können.
Die können wir beim Sport beispielsweise durch Wandsitzen, durch Planks oder einfach Brustdrücken trainieren. Im Prinzip also alles, wo wir unseren Körper vom Boden weg oder gegen etwas drücken. Die konzentrische und die exzentrische Maximalkraft kommen bei Bewegung mit Belastung zum Tragen. Konzentrisches Training betrifft beispielsweise das Heben und Absenken einer Hantel. Konzentrisch. Beim Heben spannen wir den Muskel an und er zieht sich zusammen. Beim Absetzen benötigen wir hingegen die exzentrische Kraft, da wir dabei aus dem angespannten Zustand ja wieder zurück in den entspannten Zustand gehen. Beim Beinpressen läuft es genau andersherum ab. Da senken wir das Gewicht zuerst exzentrisch ab, um es dann konzentrisch wieder hochzudrücken. Was ist die Kraftausdauer? Dabei sprechen wir theoretisch bisher immer noch nur von einer einzigen Wiederholung. Im Fitnessstudio machen wir aber oft ja 8 bis 12 oder sogar noch mehr Wiederholungen und sind dann auch direkt beim Thema der Muskelausdauer. Ich zum Beispiel mache immer 20 Wiederholungen, so 15 bis 20. Ich versuche mal 20 zu erreichen, um Muskelausdauer zu trainieren. Unsere Leistung hängt nämlich nicht nur davon ab, wie viel wir einmal bewegen können. Die Anzahl der Wiederholungen ist mindestens genauso wichtig und muss auch trainiert werden. Die Kraftausdauer ist dabei der Widerstand gegen die Ermüdung, die wir durch unser Training auslösen. Dabei ist ganz entscheidend, das ist das Wichtige, wie der Energiestoffwechsel in unserem Körper funktioniert, denn der beeinflusst das ganz immens. Und wie lange unser Körper genug neue Energie bereitstellen kann, um das Training weiterzuführen, um das Training, dass wir nicht abrupt zum Beispiel einbrechen. Und genau das kann man trainieren. Und das trainiert man durch die Kraftausdauereinheiten. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wechseln wir nämlich vom aeroben Stoffwechsel, also einem Zustand, in dem der eingeatmete Sauerstoff noch ausreicht, also aerob, in die anaerobe Phase. Und in dieser anaeroben Phase, dabei wird dann Laktat gebildet, um die Muskeln ja weiterhin zu versorgen, obwohl wir nicht genug Sauerstoff haben. Und das machen wir sozusagen, oder dabei entsteht dann das Laktat. Auch hier haben wir nicht nur einen Wert für Kraftausdauer, denn es macht natürlich einen Unterschied, wie groß die Belastung für unseren Körper ist. Wie gesagt, ab ca. 30% der Muskelbelastung trainieren wir unsere Kraft, doch es macht einen riesengroßen Unterschied, ob wir uns große oder kleine Gewichte vornehmen. Und dementsprechend müssen wir auch oder sollten wir auch unterscheiden, ob wir die maximale Kraft oder maximal Kraftausdauer oder die aerobe Kraftausdauer trainieren. Zwei Unterschiede. Die Maximalkraftausdauer, dafür benötigen wir im Bereich oberhalb von 75% unserer Maximalkraft. Also die Maximalkraft und 75% bis Richtung 100%. Und hier macht es also Sinn, die Maximalkraft erstmals zu errechnen oder von einer der vielen Fitness-Apps zum Beispiel errechnen zu lassen. Kann man auch machen. Viele Programme können die Maximalkraft auch anhand ihres Trainings hochrechnen, was ihnen den Vorteil bringt, dass sie ihre Gesundheit nicht gefährden, wenn sie die Maximalbelastung bei einer Wiederholung dann herausfinden möchten. So macht man das ja eigentlich, aber wenn man das nicht will, weil das vielleicht zu gefährlich ist, dann lässt man das halt hochrechnen. Hochrechnen ist aber nie so genau. Ich sage da immer so als Beispiel, man geht ja auch nicht in den Schuhladen und sagt, man ist 1,80 groß, dann braucht man wahrscheinlich Schuhgröße 41, sondern man misst die Schuhgröße aus und weiß, man braucht 43 und geht da nicht von der Körpergröße aus. Da misst man es auch individuell. Ein Beispiel, wenn Sie 10 Wiederholungen mit 10 Kilo bei einer Übung schaffen, können Sie Ihre Maximalkraft von ca. 16 Kilo daraus wesentlich schonender ermitteln, als wenn Sie sich schrittweise mit jeweils einer Wiederholung beim Gewicht hocharbeiten und dann irgendwann bei der 18 Kilo Hantel versagen. Das sind also die zwei Möglichkeiten, die man sozusagen hat. Aber zurück zur Kraftausdauer. Unterhalb der 75% Grenze gibt es noch die submaximale Kraftausdauer und die aerobe Kraftausdauer. Die Grenze dafür liegt bei etwa 50% der Belastung. Alles unter 50% trainiert die aerobe Kraftausdauer. Zwischen 50 bis 75% betrifft es also die submaximale Kraftausdauer. Theoretisch macht es dann auch noch einen Unterschied, ob wir unsere Muskeln durch eine Bewegung belasten oder beispielsweise durch das Hängen an einer Klimmzugstange, wenn wir da einfach so dran hängen, oder durch Planks zum Beispiel, einfach nur für eine bestimmte Zeit ohne Bewegung belasten. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Diese statischen Übungen sind aber eher selten
Und deshalb konzentriere ich mich auch jetzt darauf, in dem Video, eher auf die dynamische Kraftausdauer. Wie trainiere ich Maximalkraft und Kraftausdauer? Das war es jetzt auch einmal mit der Theorie, denn jetzt schauen wir uns an, wie wir die einzelnen Bestandteile, die wie gesagt wichtig sind zu verstehen, aber gezielt trainieren können. Und nochmal, Trainingswechsel ist immer ganz wichtig, um neue Reize zu bringen und dadurch wird unser Muskel sozusagen stimuliert und wächst. Uns sollte also bewusst sein, dass das Training der Maximalkraft vor allem für Kraftsportler wichtig ist. Mit Abstrichen bringt es uns die Steigerung der Maximalkraft aber in allen Sportarten etwas, indem wir die Muskeln auf den Punkt der einmal maximal anstrengen müssen und vor allem auch, wie gesagt, um neue Reize zu setzen, um einen Wechsel zu machen. Wenn bei Ihnen das Muskelwachstum stagniert, kann es eine gute Idee sein, die Maximalkraft gezielt zu trainieren, um damit die nächste Wachstumsperiode der Muskeln vorzubereiten. Oder wenn Sie schwerpunktmäßig mal Kraftausdauer machen, dann macht es mal Sinn, auch für eine kurze Zeit vielleicht Maximalkraft zu trainieren, einfach weil die Muskeln anders gereizt werden und dann sozusagen wieder bereit sind für das eigentliche Kraftausdauertraining. Das Training dafür ist relativ simpel. Wir müssen vor allem die großen Übungen, beispielsweise Kniebeugen, Bankdrücken und alle Übungen, bei denen viele Muskeln gleichzeitig aktiviert sind, die müssen wir machen. Die empfehle ich generell immer, weil es eher auch so ein Ganzkörpertraining ist. Und diese Übungen beginnen wir mit relativ geringem Gewicht und vielen Wiederholungen. Hier in dem Beispiel einmal 10 Wiederholungen mit etwa 70% Belastung. Also 70% unserer Maximalkraft. Im Verlauf der Sätze steigern wir das Gewicht und senken die Anzahl der Wiederholungen, bis wir bei einer Wiederholung mit 100% Belastung ankommen. Also gerade so es sozusagen schaffen. Auch hier gibt es wieder Apps für die Berechnung der Werte. Und diese Form des Trainings nennt sich Pyramidentraining und ist vor allem natürlich für erfahrene Pumper geeignet. Damit sollte man nicht in den ersten Wochen, wenn man ins Fitnessstudio, wenn man Krafttraining anfängt, beginnen. Wer gerade erst im Fitnessstudio begonnen hat, trainiert meistens erst einmal an den Geräten, sollte mit solchen Trainingsplänen eher vorsichtig sein, Ganzkörpertraining eher so 15 bis 20 Wiederholungen vielleicht. Wichtig, es kann schnell nämlich passieren, dass Bänder, Sehnen oder Gelenke überlastet werden oder das Maximalgewicht einfach falsch eingeschätzt wird und dann die Hantel hier auf einmal auf dem Hals hängt und man es nicht mehr hochkriegt, gerade wenn man vielleicht alleine trainiert. Wer seinen Körper hier nicht gut kennt, riskiert also schnell eine Trainingsverletzung, kann wirklich auch gefährlich sein. Und ich habe auch schon Menschen im Fitnessstudio trainieren sehen, wo dann die Hantel hier auf einmal hängt, man noch schnell helfen muss, dass sie wieder hochkommt. Ansonsten hätten sie hier keine Luft mehr gekriegt. Beim Training der Kraftausdauer wird häufig der Fehler gemacht, dass wir die Muskeln zu wenig anstrengen. Wir hängen sozusagen irgendwie zu schlaff da und machen irgendwas. Darum geht es nicht. Auch da müssen wir uns natürlich anstrengen. Wenn Schwimmer oder Läufer nämlich zu Bleimanschetten natürlich greifen, um mit etwas mehr Gewicht zu trainieren, ist das immer noch kein Training der Kraftausdauer. Dafür müssen wir nämlich über 50% unserer Maximalkraft einsetzen. Und dafür reichen Bleimanschetten in der Regel nicht. Bankdrücken, Kniebeugen oder Kreuzheben mit weniger Gewicht und vielen Wiederholungen ist dabei wesentlich besser und kann auch Ausdauersportlern helfen, bessere Leistungen dann in ihrer eigentlichen Disziplin, beim Joggen, beim Schwimmen, Radfahren, was auch immer die machen, zu erreichen. Und auch da ist es also ganz, ganz wichtig. Dabei sollten wir einen Bereich zwischen 50-75% der Maximalkraft möglichst viele Wiederholungen machen. Die Wiederholungen sollten trotz des geringeren Gewichts natürlich langsam ausgeführt werden, auch wenn sich das am Anfang nicht anstrengend anfühlt. Das ist auch mal ganz wichtig. Nicht unsauber trainieren, nur weil das Gewicht irgendwie leicht ist. 20-25 Wiederholungen sind das Ziel für diese Art des Trainings, damit der Körper sich an die langfristige Belastung anpasst und Ermüdungserscheinungen immer später auftreten. Und ich mache manchmal sogar bis zu 60 Wiederholungen. Wenn man zum Beispiel einen Marathon trainiert, dann kann man im Fitnessstudio sehr gut die Beinmuskulatur, die Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur trainieren, auch den Oberkörper und zum Beispiel bis zu 60 Wiederholungen machen. Also ich mache dann 60 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 60 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause, 60 Wiederholungen. Und glauben Sie mir, das ist auch sehr, sehr anstrengend für den Körper. Und damit haben Sie dann maximal eine Ausdauerfähigkeit der Muskulatur trainiert. Ein ausgewogener Trainingsplan wechselt dabei im Schnitt so alle 6 bis 8 Wochen zwischen Phasen, in denen Maximalkraft, Kraftausdauer oder Muskelaufbau trainiert werden. Oftmals ist es so, dass man Muskelaufbau auch so mehr Richtung 12 Wochen zum Beispiel macht. Maximalkraft trainiert man dann eher so 4 bis 6 Wochen. Bisschen unterschiedlich ist das. Für den Muskelaufbau ist die Hypertrophie besonders gut geeignet. Dabei wird im Anschluss an die 6 Wochen Maximalkraft
dieselbe Belastung mit mehr Wiederholungen ausgeführt. Insgesamt entwickeln wir uns also immer so in einem Dreischritt aus Maximalkraft, Hypertrophie und Kraftausdauer. Also Maximalkraft, Muskelwachstum, Kraftausdauer. Das sind im Prinzip die drei Sachen. Für Einsteiger sollte anfangs allerdings erst einmal im Vordergrund stehen, dass wir unseren gesamten Körper inklusive unseres Nervensystems auf diese neue Belastung einstellen. Ich sehe auch oftmals, dass Leute dann ganz bestimmte Muskeln nur trainieren, da Maximalkraft haben, aber den Rest des Körpers gar nicht dafür sozusagen ausgelegt ist. Behutsamer Start ist ganz wichtig, ist auch wesentlich sinnvoller als übermotiviert an die Gewichte zu gehen und sich dabei womöglich noch zu verletzen, sieht man sehr oft. Gerade Monate, Jahre später kommen dann die Verletzungen oftmals erst. Wie auch immer Sie Ihr Training angehen, ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und gerne schreiben Sie jetzt unter das Video, was Sie dazu denken, wie Sie Ihr Training gestalten und vielleicht haben Sie auch ein paar Tipps für unsere Community. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.